Hallo und herzlich willkommen wieder mal im Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof. Wir wollen euch heute mal was ganz Besonderes zeigen, und zwar wie man gefüllte Weinblätter macht. Vielleicht kennt ihr das schon vom türkischen Imbiss oder auch beim Griechen gibt es das öfter. Dazu haben wir Weinblätter aus dem türkischen Supermarkt besorgt. Die gibt es da mal sehr gut zu kaufen. Wir brauchen Reis. Wir brauchen Rosinen, Pinienkerne, Zitrone, ein paar Frühlingszwiebeln und ein bisschen Braunzucker. Den Reis haben wir jetzt schon aufgesetzt, dafür haben wir 125 Gramm abgemessen. Der soll 12 Minuten kochen, also nicht ganz gar werden. Und jetzt müssen wir die Weinblätter in heißes Wasser legen und ein bisschen waschen und dann gucken, dass wir die auseinander bekommen. So sieht das aus, wenn man die Packung geöffnet hat. Da sind jetzt die Weinblätter ziemlich reingepresst und man muss die da jetzt rauskriegen. Dazu habe ich hier heißes Wasser in unsere Spüle gelassen und lege die da mal rein. Und wie ihr seht, kleben die auch ganz schön zusammen. Und man muss auch vorsichtig sein, wenn man die auseinander macht, damit die nicht aus kaputt reißen. Dann ist das immer schlecht mit dem Füllen. Ich lege die jetzt hier in das heiße Wasser. Und dann lassen wir die da ein bisschen drin liegen und dann müssen wir die waschen, weil da oft so ein bisschen Erde dazwischen klebt. Ganz vorsichtig auseinanderziehen. So, durch das heiße Wasser sind die Blätter schon schön auseinandergegangen, aber wir müssen die halt ein bisschen abspülen und dann aus dem heißen Wasser nehmen und legen die dann hier auf den Teller. Wie gesagt, da ist meistens noch ein bisschen Erde dazwischen. Diese Blätter pflückt man an ganz normalen Weinpflanzen und kann die dann essen, wenn man die gekocht hat. Und wie ihr seht, geht das hier jetzt ganz leicht, dass man die auseinandernehmen kann. So, der Reis ist jetzt fertig gekocht. Wie gesagt, nicht ganz komplett weich gekocht, damit, weil er wird ja nochmal zusammen mit den Weinblättern gekocht. Den mischen wir jetzt mit den restlichen Zutaten, die wir hier auf dem Tisch haben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhin gesehen habt, da stand brauner Zucker mit dabei. Der war falsch, der ist für morgen gedacht. Also keinen braunen Zucker bereithalten, den braucht ihr für die gefüllten Weinblätter nicht. Jetzt habe ich hier den Reis in die Schüssel getan. Dazu kommt jetzt 60 Gramm Rosinen. Oder Sultaninen oder Korinthen, das ist relativ egal. Dann haben wir zwei Frühlingszwiebeln gehackt. Die sind teilweise ein bisschen groß gehackt, die lasse ich mal noch mal raus. Die füllen wir mit dazu. Dann haben wir 50 Gramm Pinienkerne. Pinienkerne sind leider sehr teuer, aber ohne die Pinienkerne schmeckt es nur halb so gut. Also das sollte man dann doch investieren, das Geld. Dann nehmen wir noch ein bisschen Petersilie und rühren die drunter. Die war tiefgefroren, die klebt jetzt hier ein bisschen in der Schale, aber das macht auch nichts. Und wir haben noch ein wenig Dill. Der kommt auch dazu und den finde ich auch sehr wichtig, den Dill. Der trägt sehr zu der bestimmten pikanten Note dieses Rezepts. Das Ganze wird jetzt alles ein Haufen, das wird jetzt gut vermischt und ist dann unsere Füllung für die Weinblätter, die jetzt gewaschen sind und einzeln auf einen Teller gelegt und die wir dann gleich füllen werden. Ich glaube, diese Füllung kann man auch so essen, weil die nämlich sehr lecker ist. Und das Spezielle an diesen Weinblättern sind, dass die mit Rosinen gefüllt sind. Ich weiß, es gibt Leute, die sind da nicht so Fans von Rosinen, aber ohne die Rosinen schmecken die nur halb so gut. Also bitte nicht die Rosinen weglassen. So, unsere Füllung ist fertig. Ich habe dann noch mal ein bisschen mit Pfeffer gewürzt. Jetzt haben wir hier die gewaschenen Weinblätter. Und einige von den Weinblättern habe ich hier in den Boden der Pfanne gelegt, in den dann jetzt gleich die gerollten Weinblätter reinkommen. Ich muss mal gucken, dass ihr das gut sehen könnt. Ich habe hier ein Weinblatt. Man muss auch immer gucken, dass das gut in Ordnung ist und nicht irgendwie gerissen ist oder Löcher hat.
Das ist auch schön groß, das sieht sehr gut aus. Dann nehme ich eine kleine Messerspitze, nee, Löffelspitze von unserer Füllung und tue die hier rein. Das muss gar nicht viel sein. Wenn zu viel ist, dann flutscht das wahrscheinlich raus. Dann nehme ich hier die untere Spitze des Weinblatts, schlage sie drüber und die Seiten, das Seitenblatt und schlage das so zusammen. Und dann rolle ich das ein, dass das dann so aussieht. Mit der Unterseite lege ich das dann nach unten auf die in der Pfanne liegenden Weinblätter. Ich zeige gleich nochmal, das ist jetzt hier nicht ganz so groß. Ich mache auch immer, dass die Adern des Weinblatts nach oben zeigen. Ich drehe das auch nochmal um, dass die Spitze nach oben zeigt. Also die Adern des Weinblatts zu mir und die Spitze von mir weg. Dann nehme ich ein bisschen von der super leckeren Füllung, mache hier so ein Würstchen rein. Man darf sich auch nicht wundern, hier hupt gerade ein Auto draußen. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde das zusammenhalten, aber ich sage euch, es funktioniert. Ich habe es schon öfter mal probiert. Nehme ich hier eine Seite und schlage das nach innen und die andere Seite und dann rolle ich das zusammen. Und dann sieht das so aus. Das muss man ein bisschen üben, das geht nicht ganz so schnell. Wichtig ist, dass möglichst wenig von der Füllung rechts und links rausschaut, damit man das nicht nachher die ganze Füllung in der Flüssigkeit hat. Wie diese Flüssigkeit dann gemacht wird, in denen die Weinblätter gekocht werden, das zeigen wir euch gleich. Jetzt müssen wir erstmal eine ganze Menge Weinblätter füllen und rollen. Bis gleich. So, wir haben jetzt alle unsere Weinblätter verrollt und die Füllung ist auch komplett in den Weinblättern verschwunden. Ein paar haben wir noch übrig, das war ein bisschen, teilweise sind die gerissen oder zu klein gewesen, deswegen konnten wir nicht alle benutzen. Es ist eine Tätigkeit, die man gerne während eines Lockdowns durchführen kann, weil man braucht eine Menge Zeit und das ist aber sehr meditativ. Man kann sich schöne Musik dazu anmachen oder miteinander plaudern. Oder ein Hörbuch hören, was einem am liebsten dabei ist. Jetzt haben wir hier alle unsere gerollten Weinblätter in der Pfanne. Ich habe hier 300 ml Wasser abgefüllt. Da kommen jetzt noch 150 ml Olivenöl dazu. Die gieße ich jetzt einfach mal darauf. 300 plus 150 macht 450. Das ist relativ einfach zu rechnen. Das reicht, glaube ich, gerade so, unser Olivenöl. Bleibt noch ein kleiner Schluck übrig. Dazu kommen jetzt noch 4 Esslöffel Zitronensaft. 1, 2, 3 und 4. Das verrühre ich jetzt ein bisschen miteinander. Geht wahrscheinlich nicht so gut, dass sich das Öl mit dem Wasser vermischt. Aber das ist jetzt auch erstmal nicht wichtig. Und diese Mischung gieße ich jetzt hier in die Pfanne über die Weinblätter. Muss ich jetzt nochmal ein bisschen das Öl rausquetschen. Voilà. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Das bringen wir jetzt zum Kochen. Und dann lassen wir das Ganze ca. 30 Minuten köcheln. Und dann ist es auch schon fertig, dann können wir probieren, wie unsere Weinblätter schmecken. So, unsere Weinblätter haben jetzt 30 Minuten lang vor sich hingeköchelt. Jetzt schauen wir mal Wein. Ich nehme mal den Deckel ab, es ist sehr heiß, wie ihr seht. Wir haben die restlichen übrig gebliebenen Weinblätter noch oben drauf gelegt, weil die kann man auch essen, wenn man möchte. Und ich hole jetzt mal eins raus. So sehen die jetzt aus. Sie sind super geworden. Wir werden die auch gleich probieren. Man kann auch gerne eine Joghurtsoße dazu essen. Man kann sie als Vorspeise nehmen oder zum Essen dazu nehmen. Oder wie man gerne möchte. Es ist auf jeden Fall, sie halten sich auch eine Weile. Das sind jetzt hier eine ganze Menge. Man kann sie auch an ein Glas tun, zusammen mit der Flüssigkeit, die hier im Topf ist. Und dann auch mal 2-3 Tage im Kühlschrank aufmachen.
guten Appetit!